Weekly Shonen Jump. Wir sind bei Teil 3, 1987 bis 1995. Und ihr hört im Hintergrund den Titelsong von Yu-Gi-Oh! Duel Monsters von der zweiten Serie, die ja dann im Ausland auch Bekanntheit erlangt hat und die wir halt auch kennen als das Original Yu-Gi-Oh! Sag ich mal. Tatsächlich hatten wir aber ein ganz anderes Opening, weil wir hatten ja die amerikanische Fassung. Leider. Naja, wie dem auch sei, wo ich zuletzt stehen geblieben war und leider nicht mehr meinen Satz zu Ende sprechen konnte, weil dann der Part zu Ende war. Es geht um Saint Seiya. Da hat nämlich Panini mal einen Spin-Off-Manga, nämlich Saint Seiya Episode G, oder sollte irgendwie ein Prequel sein oder was weiß ich was, versucht rauszubringen. Musste den aber auch einstellen, weil der einfach nicht gelaufen ist in Deutschland. Was ja auch kein Wunder ist ohne die Hauptreihe. Also da warten wir auch immer noch vergeblich drauf, dass da mal irgendwie sich einer rantraut, das nach Deutschland zu bringen. Obwohl es eben international sehr erfolgreich war. Also Saint Seiya hat tatsächlich einen Film-Release gehabt jetzt bei KSM. Vielleicht ist das ja der Anfang von was Großem, wir werden sehen. Man darf gespannt sein. Ob da jetzt auch noch der Manga nachzieht und die Serie oder überhaupt nichts, wird man einfach abwarten müssen. Ja, viele muskulöse Männer, viele behaarte Männer. Hier ist Testosteron groß geschrieben. Ist halt ein Magazin für Jungs. Das ist einer meiner Lieblings-Story-Arcs gewesen bei Dragon Ball übrigens, mit Piccolo, dem Oberteufel. Ja, also da wurde die Story ja dann richtig, richtig düster mit einem Mal. Vorher war es ja ein Gag-Manga noch gewesen. Eher der Fokus auf Comedy, aber ab dann wurde ja eine düstere Ära eingeläutet, die sich ja dann auch in Dragon Ball Z fortgesetzt hat. Und alles fing damit an, dass Son Goku seinen besten Freund Krillin ermordet auffindet. Und das war so episch, weil keine Sau hat damit gerechnet. Es kam aus dem Nichts. Ja, da ging Bastard an den Start, habt ihr gerade gesehen. Der Manga läuft ja immer noch, aber wird sehr unregelmäßig fortgesetzt, so ähnlich wie bei Hunter x Hunter, so wie ich das überschauen kann. Da ist Son Goku größer. Da war dann schon der erste Zeitsprung. Und der letzte Story-Arc vom normalen Dragon Ball, bevor dann der Übergang kommt zu Dragon Ball Z. Rokko Denashi Blues, auch ein sehr erfolgreicher Manga, der bei uns irgendwie nie angekommen ist. Aber hat sehr viel Erfolg gehabt in Japan. Kuchikame. Da sind wieder alle auf einen Blick. Das ist JoJo's Bizarre Adventure. Also ihr merkt, also langsam kommen die ganzen Serien, die ich auch kenne, zumindest mal vom Titel, auch wenn die hier in Deutschland nie veröffentlicht worden sind. Captain Tsubasa mit Tennisball? Das sah verstörend. Ah ne, das ist gar nicht Captain Tsubasa. Das ist ein Tennismanga mit ähnlichem Zeichenstil. Ich dachte gerade schon so, hä, was ist das denn jetzt auf einmal? Ist er unter die Tennisspieler gegangen? Ja, bei Captain Tsubasa ist es tatsächlich so, dass die Serie dann später, also erstmal beendet wurde nach, ich glaube, 37, 38 Bänden. Und dann wurden später dann immer mal wieder Fortsetzungen gemacht, aber nicht mehr in Weekly Shonen Jump, sondern in irgendwelchen anderen Jump-Magazinen. Da gibt es ja noch viel mehr. Jetzt hört ihr im Hintergrund Ice, I Will Follow You, den Titelsong von Ice Pure. Eine Anime-Serie basierend auf Ice von Masakatsu Katsura, ein genialer Romance-Titel. Ah ja, genau, zu diesem komischen Tarzan-Manga habe ich noch gar nichts gesagt. Also was ihr da eben gesehen habt, da ist auch so ein Tarzan-Manga jetzt dabei, der eine Parodie wohl ist auf Tarzan. In dem Zeitraum war ja Tarzan wohl ein riesengroßer Trend. Da ging Dragon Ball Z an den Start, da hat man Son Gohan schon gesehen als kleiner Junge. Da sind sie alle erwachsen. Ein Golf-Manga. Im Moment gibt es wohl auch wieder einen Golf-Manga aktuell, der aber nicht so gut läuft. Oder schon wieder abgesetzt wurde, keine Ahnung. Ja, Dragon Ball Z, da der Kampf gegen Vegeta, legendär. Wo war ich stehen geblieben? Achso, dieser Tarzan-Manga, den man ab und zu sieht, ist eine Parodie. Ich weiß noch, mein Vater war auch total Tarzan-versessen, oder ist er immer noch. Hat auch die ganzen Romane gelesen und ich glaube sogar Comicbücher gesammelt, falls es da welche gab, ich weiß es gar nicht. Und da hat natürlich auch Japan sich nicht lumpen lassen und eine Antwort darauf herausgebracht. Eher so eine Parodie. Und Tarzans Freundin in diesem Parodie-Manga ist total fett. Aber wenn ihr mal drauf achtet, in späteren Covermotiven hat sie offensichtlich eine Schlankheitskur gemacht, weil dann ist sie auf einmal dünn.
Ja, das Cover von Dragon Ball stand ganz unter dem Zeichen Auf nach Namek. Alle im Weltraum. Video Girl Eye, der erste große Hit von Masakatsu Katsura. Auch ein Romance-Manga. Ein Weihnachtsmotiv. I will follow you. Ich finde Roku Denashi Blues ist echt gut gezeichnet. Ah ja, Dragon Quest, habe ich dir noch gar nichts zu gesagt. Ist jetzt auch neu dabei. Wie ihr alle wisst, hat Akira Toriyama für das Game die Designs beigesteuert. Also die ganzen Monster gezeichnet, Artworks und so weiter geliefert. Aber der Manga stammt tatsächlich von jemand anderem. Und hat wohl auch nicht so viel mit den Spielen zu tun. Und dieser Dragon Quest Manga lief auch sehr erfolgreich und sehr lange und sehr gut. In Shonen Jump. Da ist er wieder. Dragon Quest, irgendwas mit Daiboken. Also großes Abenteuer. Also ihr merkt, ich kann auf einmal, sprudelt es aus mir heraus, nachdem ich beim ersten Teil hier saß wie ein stummer Fisch. Jetzt kommen die ganzen bekannten Serien, wo ich auch was zu sagen kann. Video Girl Eye habe ich übrigens auch komplett im Regal stehen. Ist ja mit 15 Bänden abgeschlossen. Die letzten zwei Bände heißen, glaube ich, Video Girl Eye... Ach Quatsch, Video Girl Len. Also da kommt ein anderes Video Girl noch kurz vor Schluss vor. Und ja, die muss ich auch noch lesen, ehrlich gesagt. Kamehameha! Da ist Slam Dunk, der Basketball-Manga, von dem ich eben schon erzählt habe. Der auch sehr erfolgreich lief, aber bei uns in Deutschland war das, glaube ich, der allererste Manga, den Planet Manga rausgebracht hat. Und ist leider eingestellt worden nach ein paar Bänden. Wie gesagt, damals hat Planet Manga so ziemlich jede Serie, die länger als drei Bände ging, eingestellt. Yu Yu Hakusho habt ihr gerade gesehen. Der erste Manga von Yoshihiro Togashi, dem Hunter x Hunter Zeichner. Der auch sehr beliebt ist und sehr erfolgreich gewesen, aber es nie nach Deutschland geschafft hat. Nur der zweite Kinofilm, witzigerweise, mit unter dem Titel Poltergeist Report. Da ist wieder der Tarzan-Manga mit der fetten, hässlichen Freundin im Hintergrund oder Frau von ihm. Also den macht mich wirklich neugierig. Also ich glaube, der ist sehr lustig. Sieht auf jeden Fall schon echt witzig aus. Da ist er zum Super Saiyajin geworden zum ersten Mal. Die große Enthüllung, Son Goku kann blond werden. Ja, Yu Yu Hakusho war eben ein Cover, was irgendwie aussah, als wäre ein Detektiv. Aber eigentlich ist es kein Detektiv-Manga. Ich glaube, da ging Video Girl Eye zu Ende. Oder? Kann das sein? Oh, One Piece haben wir jetzt. Den ersten One Piece-Titelsong, den japanischen. Auch da Arnold Schwarzenegger auf Cover, WTF. Auch da hatten wir in der deutschen Fassung ein anderes Opening, ein ganz eigenes von Toiko produziertes, die Legende. Aber natürlich ist das japanische Opening wesentlich epischer und wird mir auch immer im Gedächtnis bleiben als total episch. Dum, 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 dum. Good year. Kaki atsume. Sagashimono no sagashi ni yuku no sa. One Piece. Oh, ein Weihnachtsmotiv? Ne, da läuft Video Girl Eye doch noch ein bisschen weiter. Slam Dunk. Jojo's Bizarre Adventure. Ich glaube, Jojo's Bizarre Adventure ist auch so ein Manga, der verschiedene Handlungsstränge hat und verschiedene Hauptcharaktere immer mal wieder im Wechsel, kann das sein? Hat ja auch schon 122 Bände mittlerweile, habe ich eben noch gelesen irgendwo. Aber erscheint, glaube ich, auch ein bisschen unregelmäßig. Ja, hier ist ein komischer, hässlicher Gag-Manga mit Affen. Oh, der Kampf gegen Cell! Es war nicht so geil im Ganz-Manga, als die Welt untergeht, haben die ganzen Japaner irgendwie da gesessen und das One-Piece-Opening gesungen. Werdet ihr dann noch sehen, wenn ihr euch den Ganz-Manga kauft. Das ist im letzten Story-Arc erst. Den kenne ich nicht, den Sportler. We are on the cruise. We are. Der Trunks aus der Zukunft hat natürlich auch ordentlich mitgeholfen im Kampf gegen Cell. Hentai Kamen! Kennt ihr Hentai Kamen? Hentai Kamen ist so genial, so lustig. Also ich kenne zumindest die Realverfilmungen. Und Hentai Kamen ist so eine absurde Story, die natürlich, sowas kann nur in Shonen Jump kommen. Sowas genial, genial bescheuertes. Also Hentai Kamen ist die Story von einem total perversen,
der sich Höschen klaut von Mädchen, die getragen sein müssen. Wenn er sich die über den Kopf zieht, dann wird er zum Superhelden. Also die Filme müsst ihr euch unbedingt ansehen, zumindest den ersten. Der zweite war nicht mehr so toll, aber der erste war total lustig. Ist ein bisschen Parodie auf Spider-Man auch gewesen, zumindest der Film, der Realfilm. Nur, dass er sich nicht mit Spinnfäden fortbewegt durch die Stadt, sondern er hangelt sich von Hochhaus zu Hochhaus mit Strumpfhosen. Also Hentai Kamen ist wirklich urkomisch. Auch schade, dass der Manga es nicht nach Deutschland geschafft hat. Habt ihr es gesehen? Da war sie dünn. Die Frau von Tarzan. Da war sie auf einmal voll das Topmodel. Ist auch immer so was Interessantes bei Mangas. Wie dann porthässliche, fette Weiber. Nur weil sie abgenommen haben, auf einmal auch im Gesicht hübsch werden. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, wenn ich im Gesicht hässlich bin, dann bin ich auch hässlich, wenn ich abgenommen habe. Da war Kuchi Kamel auf einem Triceratops. Ich weiß gar nicht, wie heißt er eigentlich. Er heißt ja nicht Kuchi Kamel. Ich nenne ihn immer so. DNA Square ging hier an den Start. Einer der Banzai-Top-Hits. Arita Keno, Yume wo, Kaki Atsume. Ich weiß, ich kann überhaupt nicht singen. Tut mir sau leid. Da ist wieder Hentai Kamen. Mit seiner Mädchenhose auf dem Kopf. Slam Dunk. DNA Square. We are on the cruise. We are... We are. Was ist das jetzt? Ah, das ist das. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Oh Gott, kein Plan. Hab hier Songs drin, die ich selber nicht kenne. Doch, das ist doch Hunter x Hunter. Die Neuauflage, das Reboot. Wieso habe ich das denn reingepackt und nicht den alten Titelsong? Ach, egal. Ich fand die... Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich fand von Hunter x Hunter die alten Songs, die alten Openings und Endings 1 Milliarde Mal besser vom alten Anime, als jetzt hier von dem neuen Anime, der ja bald startet. Nee, zum Zeitpunkt dieses Uploads ist er ja schon angelaufen auf ProSieben Max. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Hunter x Hunter Anime findet. Ich liebe ihn. Ja, da ist jetzt noch eine Serie an den Start gegangen, habe ich eben gesehen. Habe ich jetzt ganz vergessen, was zu sagen. Und vielleicht kommt die ja nochmal und dann fällt es mir wieder ein. Hier, das kenne ich jetzt alles nicht. Da wieder Roku Denashi Blues, Kuchi Kame. Was war denn da eben an den Start gegangen? Klammheimlich, während ich geschwatzt habe. Also war irgendwas, was ich kannte, auf jeden Fall. Ich glaube, hier, das ist ein Captain Tsubasa Sequel gewesen, was hier läuft auf den Bildern. Kenshin, genau, Kenshin war's. Rurouni Kenshin. Da ist ja jetzt der Mangaka, glaube ich, verhaftet worden wegen Kinderporno-Besitz. Also den habe ich nie geguckt oder gelesen, ehrlich gesagt. Und nach der Enthüllung, dass der Mangaka ein Pedo ist, habe ich da auch nicht mehr so das Bedürfnis danach, ehrlich gesagt. Die Buu-Saga von Dragon Ball. Also hier war Dragon Ball wirklich im Endspurt, hier in den Ausgaben. Viel kommt da jetzt nicht mehr. Und danach hat Akira Toriyama ja nie mehr eine längere Serie gemacht. Also dann waren ja nur noch seine One-Shots immer mal wieder drinne. Aber das war's dann. Der Kampf gegen Buu. Ah ja, da ist Shingo Aoi als neuer Charakter in Tsubasas Team dazugestoßen, glaube ich. Was ich bei Captain Tsubasa immer blöd fand, dass man die Charaktere so schlecht auseinanderhalten kann. Da hat jemand geheiratet. Wahrscheinlich wieder eine Romance-Serie. Den kenne ich auch nicht, den Schauspieler. Oder, nee, ist das ein Sportler? Shadow Lady von Masakazu Katsura ging hier an den Start. Sein nächstes Werk nach DNA Square. Oh Gott, was ist das? Ein Ballettmanga? Erinnert an Bon Curry aus One Piece. Mr. Two. Das ist ein Kappa, ein menschlicher, keine Ahnung, Baseballspieler. War der Super Mario links unten in der Ecke oder habe ich mich verguckt? Und da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Da seht ihr alle Tracks, die ich verwendet habe. Und Fortsetzung folgt. Wir sehen uns beim nächsten Part.
Tschüss.